Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Heute mal von meinem Handy aus und in sehr schlechter Qualität. Aber was soll's, wir haben immerhin gutes Wetter, es ist noch hell. Und wie ihr seht, ich habe gerade mein Training beendet und habe eben auch Beine trainiert. Dementsprechend ein bisschen außer Atem bin ich auch noch. Aber ja, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt in das Video einsteigen und uns einer handwerklichen Aufgabe stellen, und zwar dem Aufbau eines Squat Racks. Denn ich habe mir hier ein kleines Gym eingerichtet und dazu brauchen wir natürlich auch einen Squat Rack und dementsprechend bauen wir das jetzt auf und gucken mal, was ein 50 Euro teurer Langhantelständer so taugt. Gucken wir uns das mal an. Ach ja, Leute, wir sind wieder hier und vielleicht könnt ihr es anhand der Umgebungshelligkeit erkennen. Es ist schon der nächste Tag. Ich habe das Gestell gestern Abend noch fertig aufgebaut und habe dann nicht weiter gefilmt. Wie gesagt, ich wollte es hinter mich bringen und habe dann tatsächlich auch 1,5 Stunden dafür gebraucht, weil die Anleitung dazu war jetzt nicht unbedingt das, was man sich unter einer guten Anleitung vielleicht vorstellen mag. Und IKEA-Niveau war das auch nicht. Dementsprechend hat es ein bisschen gedauert. Aber jetzt ist alles durch und ich mache mich heute ans Training. An mein erstes Push-Training hier. Sprich, wir machen Bankdrücken. Mal gucken, wahrscheinlich werde ich nicht viel vom Training filmen. Aber ich werde euch heute mal mein Equipment und mein Studio hier zeigen. Ich werde euch einmal hier rumführen. Und es ist auch soweit alles fertig. Also macht euch auf was gefasst. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Guckt mal rein. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal das Herzstück an. Und zwar die Plattform hier. Wie ihr seht, es ist wirklich optisch gesehen, Jesus, diese Vögel sind aber extremst laut hier, eine ganz normale Gewichtheberplattform, jedenfalls optisch, wie gesagt. An sich ist es natürlich viel billiger und einfacher gestaltet, aber wenn man mal bedenkt, dass es alles Marke Eigenbau ist, denke ich mal, kann sich das doch eigentlich sehen lassen. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal 6 verschiedene Spanplatten. Hier sind jeweils 2 Stück untereinander, kann man vielleicht hier ein bisschen erkennen. Und hier dann eine. Das Ganze hier mit Schrauben verschraubt und rechts und links sind einfach so Waschmaschinenunterlagen. Gab es für, ich glaube, 10, 11, 12 Euro das Stück im Bauhaus in Hornbach. Und diese Platten hier haben auch nicht viel mehr gekostet. Ich glaube, die waren sogar noch günstiger. Weil lagen teilweise, glaube ich, auch nur bei 6, 7 Euro. Ansonsten haben wir natürlich auch noch diese Bank hier. Wunderschön. Und diesen tollen Ständer. Wie gesagt, der ist jetzt qualitativ nicht unbedingt das Beste. Aber jetzt, ich denke mal, solange man da keine 200 Kilo drauf lädt, was ich natürlich tun werde, also alles andere wäre nicht effizient. Denke ich mal, geht es klar. Und da muss man sich auch nicht wirklich Gedanken machen. Muss ein bisschen aufpassen, logisch. Aber für 50 Euro kann man auch wirklich nicht viel erwarten und vor allem nicht meckern. Denn ich dachte wirklich, das wäre noch weitaus klappriger, als es jetzt ist. Naja, gut. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Und zwar, vielleicht gehen wir hier rüber. Und zwar gucken wir uns mein schönes TX an. Ja, ich habe mir tatsächlich, als so langsam klar wurde, dass diese Corona-Sache ein bisschen härter wird und wirklich die Fitnessstudios teilweise dann zugemacht wurden überall, erst in Berlin und dann auch in ganz Deutschland, habe ich mir gedacht, ein TRX kann man sich auf jeden Fall mal zulegen, weil ich war da auch noch in Mainz und hatte ja dieses Bettgestell und da konnte man das extremst gut dran befestigen. Dementsprechend habe ich dann dort mein Zeug gemacht. Da hat das Teil auch seine Dienste erwiesen und jetzt werde ich es wahrscheinlich auch noch benutzen für die ein oder andere Übung, für Reverse Flies oder so. Da finden wir auf jeden Fall eine Anwendungsmöglichkeit und ich denke mal, in so einem Balken hier, da sollte das Ganze auch einigermaßen halten. Man hat auch hier hinten schön Platz, wo man sich ausstrecken kann, heißt so Rudern oder so, wo man sich dann halt relativ weit nach hinten lehnen muss. Oder Liegestütze, was auch immer, sollten da eigentlich ganz gut gehen. Gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier als nächstes die verschiedenen Terrabänder.
die Terrabänder of Death, wie ich sie auch liebevoll nenne, denn die haben mir die Schulter ganz schön zerstört. Ich hatte wirklich die letzten 7 Tage Schmerzen, wie ich sie noch nie hatte in der Gegend, weil ich habe ja diese Kniebeugen gemacht. Ich kann euch die vielleicht hier mal einblenden und ja, diese Bänder haben natürlich dann dementsprechend an meinen Schultern geschrammt und die Haut abgezogen, was extremst ungeil war. Aber ja, da machst du nix und da musst du dann durch. Ich werde die Übung auf jeden Fall nicht mehr machen, vor allem jetzt, wo ich auch eine Langhantel habe und Gewichte habe, die ich euch jetzt zeigen werde. Ja, wie ihr seht, die Langhantel ist am Start. Und ja, ich finde, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wackelt jetzt natürlich ein bisschen, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Vor allem, wenn es um Sachen wie Bankdrücken oder einfach nur als Ablage für rumänisches Kreuzheben geht. Ansonsten, wie gesagt, hier Gewichtsscheiben und hier geht es eigentlich gerade weiter. Ein paar Kettlebells und ja, hier noch weitere Gewichtsscheiben, 20er, hier noch 2 20er. Und ja, also ich bin da wirklich extrem, extrem glücklich mit und ich konnte mir die Gott sei Dank ausleihen, sonst ja, hätte ich wahrscheinlich 1000 Euro für das Ganze ausgegeben und mir selbst solche Gewichte gekauft und eine Langhantel gekauft. Dementsprechend bin ich da echt dankbar. Es spart mir viel Geld und Frust, wenn dann doch die Studios wieder in 2 Wochen aufmachen sollten und ich das Ganze wieder, ja, in der Ecke stehen habe und nicht mehr benutze. Dementsprechend bin ich da echt glücklich. Ich glaube, es sind ungefähr 200 Kilo an Gewichten plus natürlich die Kettlebells und die Stange. Da ist schon gut was da und damit kann man echt gut arbeiten und natürlich auch für den Kopf. Es ist immer cooler, wenn du weißt, du kannst mit wirklichen Zahlen und Gewichten Progress machen und dich nicht auf irgendwelche, ja, Spannungsverhältnisse bei Bändern oder so musst, dass du dich darauf verlassen musst. Dementsprechend bin ich da echt glücklich und ich würde sagen, wir bauen mal auf, machen uns warm und dann gucken wir mal, vielleicht filmen wir noch die ein oder andere Übung ab. Jesus, da geht's gerade echt ab, ne? Ciao Leben. So, ich bin jetzt fertig mit Bankdrücken und ja, werde jetzt mich an die Overhead Press machen. Leider Gottes ist diese Decke nicht hoch genug und ich muss das Ganze im Sitzen machen, aber ist auch mal was Neues und ich spüre die Schulter richtig gut. Eine richtig coole Variante. Ich zeige euch das jetzt mal. Sieht ein bisschen komisch aus von der Seite, habe ich gerade schon gesehen, aber ich meine, besser als nichts. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht mit den Kettlebells hier Schulterdrücken machen kann, aber die 16er sind zu leicht und die 28er sind definitiv zu schwer. Dementsprechend, ja, machen wir das jetzt mit der Langhantel im Sitzen. Kurze Story dazu. Mein Vater kam noch und Gott sei Dank war er da, beziehungsweise es wäre auch irgendwie gut gegangen, wenn er nicht da gewesen wäre, aber ich habe Bankdrücken gemacht und dann bin ich hier an diese Kante, könnt ihr mal gucken, gestoßen und wenn man hier schön drankommt, dann wackelt das. Oh, yo. Nein! Wenn hier keine Scheiben drauf liegen oder kein Gegengewicht herrscht. Und ja, dementsprechend hat es dann schön erstmal das ganze Teil nach hinten versetzt und die Stange lag dann so halb auf meinem Gesicht drauf. Tja, war eine ganz schöne Situation, heikle, aber ist gut gegangen. Und wie gesagt, jetzt machen wir einmal kurz einen Satz Schulterdrücken. Könnte ich das mal angucken? Ja, also Leute, ist echt nicht ohne. Ich habe die ersten 3 Sätze mit 40 Kilo gemacht und jetzt den vierten mit 42,5. Ja, mal schauen, ob ich die Übung einbauen werde. Ich habe jetzt diese 3 Einheiten heute Morgen, übermorgen. Bisschen dazu auserkoren, einfach ein bisschen zu experimentieren, was hier so alles machbar ist und möglich ist an Übungen. Und werde dann auch wieder in meinen 6-Tages-Plan umswitchen, wird dann so sein, dass ich eine Mischung aus Push-Pull-Legs und Ober-Unterkörper haben werde. Ja, 2x die Woche Unterkörper und dann eben Push-Pull-Beine, beziehungsweise Push-Pull und Ober-Unterkörper.
zweimal die Woche Unterkörper, zweimal die Woche Oberkörper und Push-Pull. So, jetzt haben wir's. Hoffe ich doch. Bin durch. Naja, wie auch immer, ich bin noch ein bisschen aus der Übung. Schon lange kein YouTube-Video gemacht, Freunde. Aber ich hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen einen Einblick kriegen in meine kleine Trainingswelt. Wie gesagt, diese Bänder, die da hängen, die gehören auch tatsächlich mehr oder weniger zum festen Gym-Equipment und das werde ich auch nutzen, denn ich habe halt keine Kurzhanteln und da tun die Bänder wirklich ihren Dienst. Gerade was auch so einen Latzug angeht oder so, die man damit simulieren kann oder einfach Bizeps-Curls, Trizeps-Drücken. Was halt mit der Langhantel einfach nicht geht, gerade Isolationsübungen können damit echt, echt gut gemacht werden. Und ich würde es auch euch einfach empfehlen, holt euch so ein paar Bänder, wenn ihr nichts habt. Damit kann man wirklich so viele Übungen machen. Einfach mal zum Beispiel bei Pascal zugucken, habe ich schon im letzten Video gesagt. Der hat ein echt gutes Video dazu gemacht, ein echt gutes Tutorial, wo wirklich Übungen für den ganzen Körper mit dabei sind. Und da braucht ihr eigentlich kein Equipment, außer ihr seid so gestört wie ich und wollt unbedingt eine Langhantel mit Gewichtsscheiben haben, aber ja, theoretisch könnt ihr auch alles mit Widerstandsbändern machen. Gut, so viel dazu, dass ja auch noch ein bisschen Inhalt in diesem Video drin ist. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns. Euer Julian. Ciao, ciao. So, noch ein Satz. Let's go!